Im Angriffskrieg gegen die Ukraine setzen die russischen Truppen auf massiven Einsatz von Panzerabwehrminen. In einigen Gebieten sollen die Minenfelder so dicht sein, dass Russland wohl viel mehr Minen ausgelegt haben soll, als in seiner Militärdoktrin vorgesehen ist. Im Süden der Ukraine gäbe es so dichte Minenfelder, dass die vorrückenden Truppen sich nur Baum für Baum fortbewegen könnten. So ein ukrainischer Soldat gegenüber CNN. In all seinen Dienstjahren habe er nie so viele Minen gesehen. Gegen die Minenfelder könnte die Ukraine bald ein wirksames Mittel bekommen. Um den Weg für ukrainische Panzer freizuräumen, erwägen die USA die Lieferung von umstrittener Streumunition. Aktuell meldet der ukrainische Generalstab schwere Gefechte bei Bachmut im Osten des Landes. In mehreren Orten westlich der besetzten Stadt sei es den Verteidigern gelungen, unter schwerem Beschuss neuen russischer Angriffsversuche abzuwehren. Südwestlich von Bachmut konnte die Ukraine kleine Geländegewinne erzielen. Dienstag früh sind über dem Gebiet der russischen Hauptstadt Moskau nach Angaben vom Bürgermeister erneut Drohnen abgeschossen worden. Es soll keine Toten oder Verletzten gegeben haben. Alle Flugkörper seien zerstört worden. Nach Angaben der Rettungsdienste soll es sich um 4 Drohnen gehandelt haben.